Wir sind da jetzt kurz nach dem Derntner Sattel Richtung Mariaalm. Und das ist der Parkplatz von der Erichhütten. Bei dem Parkplatz geht man normalerweise weg, wenn man auf die Taghaube aufgeht, auf den Grandlspitz aufgeht und wenn man zum Königsjodler Klettersteig zusteigt. Der Stützpunkt dazu ist die Erichhütte und zu der gehen wir jetzt zuerst einmal. Ich bin nicht allein, der Lindy ist eben auch da und wir checken heute einmal die Verhältnisse aus. Schauen wir mal Richtung Grandlspitz und Erichhütten auf. Gehen wir los. Guckuck ist auch da. Königsjodler Klettersteig, schau dir das an. Nur für Geübte 7 bis 10 Stunden, Grandlspitz, Klettersteig 2,5 Stunden. Erichhütten 30 Minuten, gute Jausen, da gehen wir hin. Da rauf sieht man jetzt die Taghaube. So eine nette Wanderung, gell, Linde? Hausberg, Rock'n'Roll. Ja, da sieht man schon den Parkplatz gar nicht mehr. Man geht da ewig lang so die Forststraßen rauf. Und das ist gar nicht weit. Dann bist du eh schon bei der Erichhütten. Wenn das Wetter schön ist, siehst du da hinten die hohen Tauern. Das Wiesbachhorn schaut raus. Und da vorne, wo jetzt die Wolken so drin sind, ist die Klingspitz und die Moorbachhecht drin. An und für sich schon gewaltig schön da immer, gell? Fisch ist einfach daheim. Ja. Das darf man mal schon so sagen. Wir haben zwar kein Meer nicht, aber wir haben so viele schöne Plätze, das kann uns keiner nehmen. Ja. Ja, 1,5 Kilometer sind wir jetzt unterwegs. Da kommt jeder rauf, gell, mit Kinderwagerl. Ah, da fährt da gar nichts. Für junge Familien oder so. Oder generell Familien mit Kindern. Ja. Einfach rauf, gell. Da haben wir am See gekommen und einen guten Heidelbeerkuchen. Nur mehr nach außen, dann finden sie. Wenn es dann noch wenn juckt, da geht es noch mal rauf. Je nachdem, 2-3 Stunden, je nachdem wie fit du bist, auf die Taghaube. Stehst auf knapp 2200 und dann siehst du den Großweniger, den Glockner, solche Sachen. Also Aussicht extrem schön. Außer wie am Wolken. Nein, natürlich nicht. Jetzt schauen wir uns da die Schorten an. Schauen wir da rauf. Da rauf geht's. Im Winter zum Skilang gehen und im Sommer geht's da rauf. Da kommen Schorten und die Taghaube. Ja. Sehr beliebt. Da drüben ist die Hütten, gell? Genau, da ist die Erichhütten. Wenn es jetzt mal so, dass wir das gehört haben, dass der Lindy da war, vielleicht kriege ich einmal einen Kaffee gratis. In dem Sinn unbedingt sagen, Lindy war, wegen Lindy seid ihr da gewesen. Also direkt da bei der Erichhütten ist dann eh schon das Ziel angeschrieben. Die, was langs haben wollen, Königsjodler Klettersteig, wo man nachher aufs Matrashaus raufkommt. Das ist allerdings noch geschlossen. Der Roman hat noch nicht offen. Sobald sie aufsperren oder beabsichtigen aufzusperren, hinterlässt der Roman auf seiner Facebook-Seite viel Informationen und ich glaube auf der Homepage vom Matrashaus gibt es auch Informationen. In der Videobeschreibung kriegt ihr einen Link zum Matrashaus, nachher habt ihr immer die aktuellen Verhältnisse, wie es eben da oben auf dem Hochkönig ausschaut, vor allem auch alle möglichen Anstiege. Der Roman informiert euch, wie es durch die Teufelslöcher aufgeht, wie es über den Normalzustieg ist und natürlich auch, wie es über den Königsjodler Klettersteig so ausschaut. Ja, und das ist jetzt die Erichhütte. Die hat auch noch geschlossen, gell? Ja, leider noch zu, ja. Ja. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lang dauern. Dann wird es da wieder rumgehen. Genau. Und wie gesagt, wir checken halt jetzt die Lage einmal aus, um euch ein bisschen up to date zu halten, wie es halt so ausschaut bei uns. Viele Leute, die den Königsjodler Klettersteig gängern, wohnen ja nicht unbedingt in Mühlbach und haben dementsprechend eine weitere Anreise. Das ist dann auch der Grund, warum sehr viele Leute auf der Erichhütte schlafen, bevor sie nachher am nächsten Tag den Königsjodler Klettersteig in Angriff nehmen. Und wenn man aber jetzt da auf der Erichhütte schläft und am Nachmittag schon da ist, dann kann man den Tag trotzdem noch super nutzen.
Man hat zwei Möglichkeiten, die man da machen kann. Man kann auf die Taghammer raufgehen und oder man kann auf den Grandlspitz raufgehen. Die Taghammer ist eigentlich eine normale Wanderung und der Grandlspitz, da gibt es einen Normalweg rauf und es gibt einen Klettersteig rauf. Der Klettersteig hat die Schwierigkeit der Kategorie CD. Das ist ungefähr so die Schwierigkeit, die du mal beim Königsjodler hast. Und dass man eben zum Grandlspitzklettersteig kommt, da geht man in die Taghaubenschatte rauf. Das ist aber nicht schlecht, haben wir vorher vielleicht eine kleine Erkundungstour gemacht, noch, auf was man sich dann in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht, je nachdem, wo man weggeht, das Ganze gleich mal ein bisschen anschaut. Bei der Taghaube ist es einfach so, dass du Erich hinten weggehst, mal über schöne Wiesenfelder rauf, im Sommer bei der Kirche vorbei, dann durch die Latschen durch und oben halt ab der Scharten um wird es ein kleines bisschen ausgesetzt, aber das ist nicht tragisch. Am Grandlspitz, für die was in die Oberarme ein wenig spüren wollen noch, kann man jetzt schon mal richten, auf was man sich halt einstellt, wenn man sich den Königsjodler vornimmt, und da bietet sich das. Du hast einen wunderschönen Rückblick. Da unten ist jetzt eh schon die Erichhütten. Man macht da relativ schnell Meter. Und das ist der Jausenstein. Da wird alle eine frische Jausen hergerichtet, wenn der Linde vorbeikommt. Da trennt sich jetzt der Weg. Links Hochkönig, rechts Taghaum. Und was ganz wichtig ist, ein ganz großes Anliegen, gell, wenn man es an der Eindruckten Hofe sieht, bitte nicht mit dem Pferd am Königsjodler reiten. Gell? Schönfeldspitze. Also der Aufstieg, der ist für jedermann, der ist jetzt nicht schwer. Wir sind jetzt knapp 100 Höhenmeter unterhalb, was ist hier noch an Gobit. Rechts geht es in die Taghaubenschorten, für alle, die was Skitouren gehen wollen, super Sache. Und auch Richtung Grandlspitz, was jetzt live dabei seid. Und morgen gehen wir dann links in der Nacht am Königsjodler. Und wer das nicht verpassen möchte, ganz wichtig, es gibt ein kleines Glockerl. Und lasst es einmal sicher, also aber gleich mal für das wieder einen Daumen da. Wie gesagt, ich bin euch gar nicht besser, wenn ihr das tut. Dann schauen wir jetzt weiter. Genau. Geh weiter da. Jawohl. Vielleicht wird es übrigens noch schöner Wetter. Ja, wie ihr seht, ist da oben das Gipfelkreuz von der Taghaube. Jetzt reißt es kurz ein bisschen auf, darum zeigen wir es euch gleich. Der Weg geht allerdings nicht her vorne auf, sondern der Weg geht direkt von der Erichhütte über die Latschen direkt auf. Dann kommt es oben in die Schorten. Das ist eine ganz kleine Schlüsselpassage, aber die ist nicht tragisch. Dann steht es oben auf der Taghaube und seht das wunderschöne Mühlbach am Hochkönig. Und so ein super Ausblick bis hin zum Großglockner, Großvenediger. Das ist ein Traum. Ja, und wir gehen da jetzt um die Kurven um. Und dann teilt sich das Ganze: Grandlspitz, Taghaube Schorten. Und morgen dann in die Jodler. Jodljotti! Voller Ritti! Das sind wir jetzt bei der Weggabelung. Grandlspitz. Genau, und morgen Hochkönig über den Königsjodler, da oben. Ah, so eine geile Stimmung. Ja, wir stehen jetzt in der Taghaubenscharte. Wir sind vorher Richtung Grandlspitz aufgegangen, dann hat das Wetter umgeschlagen.
Auf jeden Fall, wir gehen jetzt da den Weg einmal retour, da geht es Richtung Taghaube. Schauen wir mal, was wir euch so mitbringen. Energie nicht vergessen, gönn dir. Mit dem Affen Zucker. Genau. Mahlzeit. Ja, schauen wir mal, wo es weitergeht, weil sonst gehe ich links. Ja, gerade drüber. Gerade drüber. So, warte, Lindy, hilf da. Ich glaube, ich will den Umgang noch Abdruck machen. Möchte. Ja, warte, gib dir die Hand. Bumsche. Gewaltig. So, da hinten sind wir hergekommen. Ist schon ein alpiner Steig da. Und mit den Schneeviertel halt immer so das Thema. Minimales Absturzgelände, jawohl. Nächstes Schneeviertel da vorne. Aber was tut man nicht alles? Ach, Vorbereitung für den Königsjodler. Die Gamsen werden sich denken, was sind die zwei Hoffen? Da werden uns auch komisch schubst. Ne? Steil! Ups. Also, da müssen wir da links gerade rauf. Du siehst, links ist eine Markierung. Ja, hab ich gedacht. Ja, sowieso. Ja, das passt schon. Also das da rauf, das schaut jetzt gar nicht so wild aus, aber für mich war das jetzt ein, die Schlüsselstelle der Tour. Muss ich sagen, ich habe fast ein bisschen Hosen geschissen. Nein, da ist halt lauter loser Dreck. Wahnsinn, die Stimmung. Obergeil. Schaut euch die ganzen Spitzen an. Wir haben sie nicht Dolomitenstein. Das sind die Zehenzinnen. Ja, richtig.
Es wird eng, da passe ich nicht durch. Jetzt stehen wir da vor einer seilversicherten Stelle. Keine Ahnung, wie schwer das ist. Richtig schwer schaut es nicht aus, aber wir kennen es nicht. Jetzt sind wir halt da in das Klettersteigset reingegangen. Da haben wir schon dabei, haben wir einen Anstürzen. Steht nicht dafür, ne? Negativ. Nee. Also wenn es nass ist, ist das gar nicht so ohne. Es regnet und schneit jetzt noch ein bisschen. Und das war gar nicht schlecht, dass wir das Klettersteigset da angezogen haben. Da oben, wo der Linde oben ist, ist es gar nicht so schwer. Aber wo es jetzt noch hinauffahren geht, das ist ein ziemlich steiler Kamin. Das sind jetzt ungefähr, was ist der Linde unter mir? So gute 10 Meter. Und da geht es echt ziemlich steil auf. Es war ja so nass. Ein paar Stifte sind da drin, die kannst du gut hernehmen. Die Vögel zwitschern. Steil, gell? Geil! Geil! Aber die Ritter sind echt da dran. Ja. Die retten da echt ein bisschen. Aber nass ist halt. Ja, voll. Gescheit. Und das Seil hat auch so einen Grip am Seil, hast du überhaupt gehabt. Das ist ja eigentlich kein Klettersteig. Nein, das ist einfach nur eine Seilversicherung. Im Sommer gehst du, wenn es Druck ist, gehst du sicher normal, aber. Ja. Gescheiter, bevor und so rutschig ist, ja. So lieber hängen im Gurt drinnen, als wie ich hänge vor der Erich hinten unten und ich krieg nichts mehr wärm. Genau, weil das Bier ist selber noch wichtiger gewesen. Ja, wenn es nämlich drauf sagt, dass vom Lindy kommt, kriege ich vielleicht einmal einen Kaffee. Genau. Jawohl. Jawohl. Ist eigentlich jawohl. Nicht. Ist nicht schwer. Nein, aber es ist nicht blöd, wenn man vielleicht im Sommer vorhand her, bei den Bedingungen vielleicht sich doch einhängt. Genau. Danke fürs Überreden, Linde. Gerne. Danke. Dein Helm könntest du auch noch zu machen unten. Achso, der sagt nicht zu. Nein. Aber er hält eigentlich ganz gut. Es ist der abschutzsicherer Helm, wenn es da fliegt, bleibt der Helm herum. Also es braucht keinen Kommentar schreiben, dass in Linde sein Helm nicht zu war. Ich habe es ihm gerade selber gesagt. Aber er hält. Scheiße. Ja, wir sind da jetzt gerade ausgestiegen. Da oben ist das Gipfelkreuz und jetzt ist hoffentlich keiner oben, weil der lacht uns sonst aus. Ich gehe ja jetzt heute das allererste Mal auf die Taghaube rauf. Aber der Linde, das ist ja sein Hausberg, der war schon 100 Mal oben. Linde, sag uns, wo sich da die Wege trennen, weil wir sind jetzt beim Normalweg angekommen, gell? Genau, richtig. Also hinterm Frontzeug jetzt gehen wir rauf in den Normalweg. Und wenn man es jetzt ganz kurz aufhörst, da wo die Eisen herinnen sind, das war jetzt sozusagen die Schlüsselstelle, wenn man es ein bisschen so nennen darf. Und genau da herinnen geht es gerade weiter, hintere. Und dann seid ihr in einer halben Minute dort, wo sie gerade aufgeschaut haben. Und ab dann braucht ihr eigentlich keine Gedanken mehr haben. Dann geht es um ein bisschen Schorten und nachher Zierich hinten. Genau. Ganz wichtig. Und jetzt gehen wir auf meinen Hausberg. Jetzt sagen wir mal die Schlüsselstelle, dass ich weiß, wie ich ansteigen muss. Ja. Schlüsselstelle für uns gesehen, glaube ich, oder für einen normalen Bergsteiger eher weniger, aber für einen normalen Wanderer war es halt gut. Es ist ziemlich angespickt, dieses Rennen. Aber hast viel Hilfe. Ja. Es ist sehr freundlich gemacht, aber Achtung, da ist echt rutschig. Ja. Und da ist es schon geschafft, oder? Ja, wenn wir da sind. Machen wir nochmal ums Ecke und dann sind wir schon auf den Tag haben. Also. Dann machen wir das so. Ja, reis an die Muck. Genau. Reis an die Muck. Jetzt sind wir auf der Taghaube und
Da kommt jetzt der Franz daher. Wahnsinn, ey, mit dem Nö. Aber war eine spitzenmäßige Tour. Und ich freue mich auf morgen. Franz, bloß nicht mehr aus jetzt an Juchitzer. Jawohl. Der Rewe hat ihn verschluckt. Ja, siehst du das? Gewaltig! Gewaltig, komm auf! Der Kerl! Super, super! Traumhaft! Ja. Schaut mal, das Alpinteam Austria ist da auch schon ein paar Mal gewesen. Brutal! Brutal! Brutal, gewaltig! Ja, normal hätten wir jetzt da eine wunderschöne Aussicht, aber. Jetzt wunderschöne Mühlbach am Hochkönig. Richtig, wie gesagt, das müssen wir immer wieder belohnen. Das wunderschöne Mühlbach am Hochkönig. 55,05 ist die Postleitzahl. Werbung Ende. Ende der Durchsage. So, da. Lindy, hervorragend. Obergeil. Taghaube. Und jetzt machen wir die Überschreitung der Taghaube fertig. Ja. Wahnsinn, wie da der Nebel reinzieht. Der Fock. Oh, wie schnell, ne? Ja, brutal. Ja, wenn wir morgen auch sowas haben, dann ist das ein Traum. Schön kalt morgen. Also für die Zuschauer ist es ein Traum. Ja. Für uns eine Challenge. Dann wird morgen ein zapfig werden. Ja. Aber mir sagt man, gibt es ja gar schlechtes wieder nicht, ne? Nein. Zum Weg da oben gibt es jetzt eigentlich nicht viel sagen. Ganz oben teilweise noch ein bisschen angespeckt gewesen. Einmal war noch ein Lauter drinnen, aber auch nichts Spaß. Und jetzt gehst eigentlich durchs Latschengelände, aber das haben wir uns alles angeholzt oben, voll durch den Schoder. Ja, jetzt sind wir da mittlerweile wieder herunten, da vorne. Das war da, wo sie die Wege getrennt haben, gell? Jawohl. Und ja, für uns geht es da jetzt kriechen. Kerzen gerade euch Richtung Erichhütten und dann zum Parkplatz. Da machen wir ein Resümee. Jawohl. Jawohl. Ein Resümee! Mem, mem, mem! Mem, juhu! Für uns zwei ist es jetzt nicht mehr weit bis zum Parkplatz von der Erichhüttner. Die Taghaubenüberschreitung haben wir jetzt gemacht. Resümee, Blinde, was soll die machen? Ja, ich habe es eigentlich ehrlich gesagt ziemlich cool gefunden. Also für das, dass wir eigentlich in Grandelspitz-Klettersteig wollten und dann doch gesagt haben, nein, Risiko gehen wir nicht ein. Aber dann eigentlich trotzdem eine vorher schöne Tour gehabt haben. Auch wenn es neblig war, aber es ist einfach cool zum Gehen. Und ja, der Kamin, wieder ein bisschen, eine technische kleine Sache gewesen. Und ich dann ja auf mein Hausberg stehe, das ist auch sowieso. Das ist ja, glaube ich, noch 100 Mal rumsteig geil. Also, das ist ein wunderschöner Berg, da kommt ja jeder rauf. Und du hast von der Forststraße bis ins Ausgesetzte, über die Latschen, du hast einfach alles drinnen. Und das ist einfach das, was mir bei der Taghaube so taugt. Dass du einfach in jeden Untergrund einmal durch hast. Und für das kann ich es echt empfehlen. Also nehmt euch vielleicht Stecken mit, wenn ihr nicht ganz so sicher seid. Aber sonst ist die Taghaube ein Genuss für jedermann. Mein Resümee, wenn es so ausschaut, jetzt sind wir genau 4 Stunden unterwegs. Franz, ich glaube, für das, dass du heute gesagt hast, nein, ich weiß nicht, schonen wir uns heute noch ein bisschen, sind wir trotzdem 1051 Kilometer gegangen und jetzt 958 in Abstieg. Ja.
Als Schonungsprogramm. Ja, morgen ist eher nur die gleiche Höhe und nachher noch einmal das gleiche dazu. Also eh nur doppelt so viel. Kann nicht so viel schlimmer sein wie heute. Mit dem Unterschied, dass wir einen größeren Bugelsack dabei haben werden. Das macht es aus, ja. Alles anders, weißt du. Und mit den Skischuhgängern und mit Ski am Bugelsack. Aber ja. Nein, wie gesagt, ist nicht recht für anders machen. Genau. Also wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, unbedingt auch Kanal abonnieren, Glocken aktivieren. Und bewertet auch das Video mit einem Daumen nach oben, Daumen nach unten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentarfeld benutzen. Dankeschön. Genau. Bergheil. Bergheil bleibt's geil, so schaut's aus. Bussi, Baba. Bussi aufs Bauch. Ciao, ciao.